Hi, hier ist Melly und heute gibt es ein Halloween-Special, da zeige ich euch, wie ihr ein Kürbislatte macht, der viel besser schmeckt als der bei Starbucks. Bleibt dran! Ich mache ganz gerne ein Halloween-Special, ich gehe auch ganz gerne ab und zu auf Halloween-Partys. So, jetzt sind wir wieder in meiner Küche und der Kürbis-Spice-Latte ist ziemlich einfach zu machen. Da brauchen wir eine Handvoll Zutaten und das Originalrezept habe ich gefunden vor ein paar Jahren von Danny Spies von Clean and Delicious. Da verlinke ich das Originalvideo unten und ihr YouTube-Kanal, wenn ihr Englisch sprechen könnt, ist ein richtig geiler Kanal für Clean Eating-Rezepte. Und falls ihr mein Video letztes Jahr, mein Halloween-Special, noch nicht gesehen habt, verlinke ich es hier oben links und unten in der Videobeschreibung. Da zeige ich euch, wie ihr Kürbisschnitte macht, also sowas wie einen kleinen trockenen Kuchen. Und es passt perfekt zu dem Drink, den wir heute machen werden. Also, let's go! Also von den Zutaten her brauchen wir ein bisschen Mandelmilch, natürlich auch eine Tasse Kaffee, Ahornsirup zum Süßen, ein bisschen Vanille, ein bisschen Kürbis. Also der Kürbis ist jetzt nur zur Deko, obwohl er ja ein bisschen nach was anderem aussieht. Wenn ich den hinlege, ist auch nicht gerade besser. Also ich tue den mal einfach wieder hin zur Deko. Und wir nehmen hier so einen Kürbis aus der Dose. Ich lasse euch einen Link da unten, den kann man auf Amazon kaufen. Ich habe es aber auch schon bei Edeka gefunden in der American Area und aber auch von einer deutschen Firma bei Ebel, den Biomarkt. Das sieht dann so aus. Und ein paar Gewürze, also wichtig ist Zimt, Muskat und ein bisschen Ingwer. Ingwer ist jetzt nicht so schlimm, wenn ihr es nicht habt, aber Zimt und Muskat muss schon sein. Also wir brauchen jetzt von dem Mandelmilch ein Viertel Liter, also 250 Milliliter. Dann brauchen wir zwei Esslöffel von dem Kürbispüree. Ich hoffe, der ist noch haltbar, aber ich denke schon. Ich schaue jetzt einfach mal nicht nach. So sieht's aus. Dann wollen wir von der Vanille einen halben Teelöffel nehmen. Von dem Ahornsirup, ja, ein Esslöffel. Bisschen kurz umrühren. Jetzt kommen die Gewürze. Also von Zimt würde ich sogar einen halben Teelöffel nehmen. Und von den anderen einfach so eine kleine, ja, Messerspitze. Und dem Ingwer auch nur ein bisschen. Und das dann einfach ein bisschen aufköcheln lassen. So, zwischenzeitlich kann man dann seinen Kaffee machen. Genau, und wenn der Kaffee dann fertig ist, kommt es in den Standmixer. Muss nur aufpassen, wenn man heiße Flüssigkeiten im Standmixer hat. Kann sein, dass es ein bisschen so überkocht oder so explodiert so ungefähr. Da darf man den Deckel nicht komplett zumachen, sondern einfach ein bisschen Luft offen lassen. Und dann tun wir es kurz einschalten. So, und so werden alle Geschmäcker und alle Gewürze nochmal schön durchgemischt. So, und da ist der Pumpkin Spice Latte, also der Kürbislatte. Hat oben die Schaumhaube. Habt ihr einen wundervollen herbstlichen Kürbisgetränk, Kürbiskaffee. Und wie gesagt, wenn ihr das Video vom letzten Jahr noch nicht geguckt habt, wie man die Kürbisschnitten macht, die passen hier perfekt, dann klickt unten auf den Link und schaut euch das am besten gleich an. Vielen Dank, dass ihr mein Halloween-Special angeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Eure Melly. Ciao, ciao.